So, und damit herzlich willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Wir sind hier stehen geblieben im Mondland oder auf dem Mond und ja, wir haben alle Liga Münzen schon mal. Das ist ein guter Start. Wir haben alle Liga Münzen, das heißt, wir werden jetzt den Rest hier auch kaufen. Ich werde gleich mit meinem Hund rausgehen. So. Wir holen uns die letzten Sticker. Das ist so schön. Ja, das möchte ich. Okay, nicht die letzten Sticker. Die letzten Sticker sind ja dann im. Nee, nicht Kaperung. Ja, letzten Souvenirs sind dann. Souvenirartikel sind. 7 Stück. 7 Stück im. Im Pilzkönigreich. Das ist ein bisschen viel, finde ich. Aber nun gut. Hier wird gleich eh wieder die Münzen da finden. Wird wahrscheinlich wieder 3 Anläufe brauchen, bis er da was Richtiges findet. Komm. Ah, okay. Am besten in irgendwelche Krater reingehen. Da scheint er immer was zu finden. Nein, du bist mir im Weg. Eine Münze. Hallo Luigi. Hier vielleicht, ja? Okay, sehr schön. Nice! Du bist ein Superhund. Ich bin stolz auf dich. Wenigstens hat er seinen Spaß. Okay, hier wird wahrscheinlich nichts sein. Hier haben wir ja was schon. Warte mal. Kommen wir ja sowieso schon hoch. Nein. Ah! Okay, das wird jetzt. Die haben wir schon. Okay. Ja, findest du hier was? Gibt es hier irgendwas, was dich begehrt, mein Hund? Ich weiß, Cappy. Du begehrst Cappy. Aber den brauche ich noch. Wo muss ich mit dir hin? Sprich mit mir. Möchtest du hier hin? Och, ich weiß es doch nicht, Hundi. Ah, er weiß es jetzt. Jetzt wollen wir alles wegtreten. Sehr schön. Das kann nicht dein Ernst sein. Du willst mich doch ja auf den Arm nehmen. Das kann nicht sein Ernst sein. Ich sag's dir, der will mich hier auf den Arm nehmen. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mehr mit dir spielen. So, das ist wahrscheinlich Mond 20. Lass mich in Ruhe. Du hast gar keinen Mond für mich. Oder?
Ich guck mal kurz nach. Welche Monde fehlen uns denn? Machen wir so, ist einfacher. Mond Nummer 3. Ach so, okay. Dürfen wir den Frosch wieder kapern? Der Frosch erledigt für uns den Job. Ich will mit dem Hund nicht mehr spielen, der mag mich nicht. Der mobbt mich nur. Ach ja, das war das. Das habe ich ja schon vorher gesehen. Da dachte ich mir schon, da wird was sein. Aber da konnte ich ja noch nicht hin. Da, ich ja was anderes gemacht habe. Auf der weißen Spitze. So, Mond 4. Okay, ich bin überrascht, dass 12 und 13, dass ich 12 und 13 nicht besitze. Mond 4 habe ich gesagt. Oder 5 habe ich, aber 4 nicht. Okay, das ist. Das ist sehr komisch. Denn am gleichen Ort ist auch Mond 4. Wahrscheinlich ist das dann der Gegner, den ich nicht bekämpft habe. Aber immerhin ist dort Mond 4. Und das ist das, was ich wissen wollte. Wo ist Mond 4? So. Okay, der hat nicht den vierten Mond. Gut zu wissen. So, hier irgendwo muss der vierte Mond sein. Vielleicht in dem Stein, den ich weggekickt habe. Nee, in dem Stein, sage ich. Ich sag in dem Stein. Wenn es in einem Stein sein muss. Ja, der Stein ist es. Nochmal schön hochhalten. Nein, nicht dahin kicken. Okay, alles gut. Alles gut. Oh Gott, ich dachte, ich kick den Ball da jetzt. Den Ball, sage ich schon. Den Stein darunter. Nee, zum Glück nicht. So, Mond 7. 7 ist da an der Kante. Ist an der Kante. Mal sehen. Und ja, wir begeben uns so langsam in Richtung Finale. Das ist. Fühlt sich noch nicht wirklich so an wie ein Finale, aber. Es geht in die Richtung, sagen wir es mal so. Hey, Kumpel, hast du das aber eine kleine Herausforderung? Pfeillauf. Wahrscheinlich ist es das. Nee, das ist Mond 21. Gut, dann machen wir das. Okay. Ah, das ist dumm. Ja, 19, das wundert mich nicht. Das ist nur 19 wurden. Ich meine, erstens bin ich gesprungen. Und zweitens ist das nicht der Kreis gewesen, den ich machen sollte. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Kreis war. Schon wieder zu. Das reicht nicht.
Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich versuche mir da ja schon irgendwelche Eckpunkte da zu merken. Auf. Schon wieder zu. Oben lässt es immer nach. Oben lässt es immer nach. Oben lässt es sehr nach. Also, oben müssen wir gucken, dass wir da die Kurve bekommen. Ja, ich hab irgendwie gedacht, der wäre lustiger. Nee. Ist miserabel. Das ist miserabel da, was ich da mache. Wieder zu klein. Der Kreis, der muss größer sein. Ich weiß auch nicht, warum ich den Kreis immer so klein mache. Was ist das? Was mache ich denn jetzt extra groß? Sechsundachtzig, das reicht mir. Okay, ich will nicht wissen, was die für den letzten Mond hier haben möchten. Oder für den zweiten Mond. Ich bin damit zufrieden. Man hinterfragt es einfach nicht. Ist das Beste für mich. Wenn man einfach keine Fragen stellt. Das war mein Problem. Ich wollte das ja schon einmal machen, aber nun ja, ich habe mich gefragt, warum funktioniert das denn nicht? Ja, das war der Grund, mein Lieber. Das war der Grund. Du musst da Longjumps ansetzen. So, 9 können wir auch mal eben machen. Natürlich müssen wir gucken, dass wir da nicht den Quader mitnehmen. Wäre jetzt kein Beinbruch. Aber eine Verstauchung mindestens. So schlimm jetzt nicht, aber okay. Das wird dann kein Problem sein. Ja, das kann ich auf vielen Ebenen vergessen. Ah, ich muss mich da halt richtig platzieren. Das sieht nicht schwer aus, sagen wir es mal so. Weil, ja, Longjumps. Die sind halt wirklich nicht schwer auszuführen. Versuche mich hier gerade richtig schön auseinanderzunehmen. Richtig schön auseinander zu zwirbeln. Zwiebeln. Oh, ich hab's. Sagte ich doch, ist nicht so schwer. Sieht zwar schwer aus, aber ist es mir am Ende nicht. Gut, und jetzt bin ich mal sehr interessiert. Da fehlen uns 2 oder 3 Monde. Ich meine 2. Warte mal. 2. 12 und 13. Da bin ich jetzt mal interessiert. Was mir da denn bitte fehlen soll.
Okay. Also ich weiß jetzt wenigstens, wo die ungefähr sein sollen, aber... Aus dem Boden der zweiten Riesenkugel will die Kanone. Okay, ich weiß jetzt nicht wo, aber... Ich weiß schon mal, worauf ich achten soll. Das ist wenigstens etwas. Kein Plan von... vom Level. Hauptsache, du weißt ungefähr, was die von ihr wollen. Hauptsache, du weißt, dass das existiert, sagen wir es mal so. Weil wenn du ja halbwegs weißt, was sie von dir wollen, dann verstehst du ja das Level. Das tue ich ja in dem Fall nicht. Nun gut. Ich hau einfach mal drauf. Sicher ist sicher. Und, ja, ich nehme es immer noch am 5.5. Nein, ich nehme es jetzt am 6.5. auf. Ja, 6.5. Das hat den Grund. Nein, ich habe jetzt. Ich wusste es jetzt nicht, weil. Warte. Weil ich eine neue Aufnahmesession begonnen habe. Nein, ich bin immer noch in der gleichen. Denn falls es noch weitergehen sollte und wir es nicht am 6.6. beenden können, dann Habe ich verkackt. Gut. Wenn es weitergehen sollte, ne? Also. Wenn ich jetzt nicht mit dem Spiel fertig werden sollte. Was, trotz des guten Laufes immer noch wahrscheinlich ist. Hier merke ich eine Vibration. Hier ist der Mond. Fies, aber... ja. Nun gut. In einer Nische. Hoch oben in der Wand. Hoch in der Wand oben. Ich weiß jetzt nicht, was ich mir darunter vorstellen soll, aber gut. Gut, dann weiß ich schon mal Bescheid. Da ist nichts. Ein Moment. Das verstehe ich aktuell nicht wirklich. Also ich verstehe nicht, warum ich, das brennt! Also ja, das brennt. Das ist kein Geheimnis.
Meistens tut's weh, wenn's brennt. Ach so, ich weiß wo. Da hinten, ich seh's! Oh Gott! Mein Arm tut weh. Ich hab mir beim Schütteln den Bizeps gerissen. Das ist passiert. Oh Gott. Ja, den habe ich definitiv vergessen im Mond. Das ist... Oh. Nun gut. Okay. 8 Monde, nächste Folge. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao Leute und haut rein.